So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Don't Starve. So, wir brauchen, glaube ich, soweit ich mich dran, falsche Tasten. Okay, gut. Soweit ich mich erinnern kann, brauchen wir Spinnennetze für ein paar Dinge, die wir bauen wollten. Also ich glaube für Bienen und sowas. Und dafür werden wir jetzt erstmal nach hier oben gehen und da mal gucken. Weil wir hatten ja hier dieses eine Spinnending da schon gefunden. Wir haben hier keinen wirklichen Wald, oder? Ja, ich habe keinen gefunden, keinen dunklen Wald. Wir gehen jetzt nochmal erstmal zu dem nach da oben. Weil ich habe mal so gespielt und, also es ist schon länger her, aber da hatte ich irgendwie so lang da gefarmt und irgendwann ist da so eine riesen Monsterspinne rausgekommen. Ich hoffe, das passiert bei uns jetzt nicht, weil sonst müssen wir laufen. Leben habe ich noch und Rüstung auch noch. Gut. Oh oh. Aua. Das ist ein Arschlochspinnen. So. Ein Silk. Gut, dann. Aber. Ah, die brauchen wir. Die sind wichtig, weil dann können wir uns damit heilen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Heal aufgeladen. Dann essen wir noch ein bisschen was. So, dann gehen wir mal nach hier oben und die Kacke können wir eigentlich auch brauchen, die nehme ich auch mal mit. Wir haben erst zwei Silk. Ich hoffe, keine Spinnen. Es kommen jetzt keine Spinnen. Also, der Frosch da oben kommt nicht, wollte ich sagen. Weil sonst greift er uns vielleicht auch noch an. Ich glaube, wenn es sich so bewegt, dann kommt da eine Boss-Spinne raus, oder wie man die auch immer nennt. Eine Spider-Queen. Ey. Jetzt sind wir einfach ganz normal spawnen. Okay, wir müssen uns mit einem anderen suchen. Haben wir Gold? Ich glaube nicht. Also Gold kann man ja immer gebrauchen. Ah doch, wir haben sogar ein bisschen was dabei. Ah, stimmt, damit wir uns diesen... Ah, jetzt weiß ich wieder, warum wir Silk brauchen. Silk, genau. Silk Touch, denke ich, ganz ja wegen Minecraft, aber egal. Was ist das eigentlich? Ah, okay. Nichts Besonderes. Jetzt müssen wir noch so einen Wald finden, weil da in solchen Wäldern sind immer ganz viele Spinnen. Das sind immer richtig viele. Aber hier gerade irgendwie gar nicht. Ja, komm raus. Nein, komm doch. Idiot. Ja, genau. Komm. Hey. Ich war muss in diesem Ding hier bei mir, in diesem Gebiet. Ja, genau, jetzt hat sie mich. Jetzt muss ich sterben. Ja, das hat sich gelohnt. Geil. Was passiert eigentlich, wenn mir dieses Ding hier angreift? Ich würde es ja probieren, aber ich hoffe. Ich hoffe, das Ding geht kaputt. Ja, geil! Boah, wir finden da hoffentlich noch welche von. Super geil! Das habe ich mich früher nie. Also, früher. Das habe ich mich sonst nie getraut. Ich habe das gerade mal ausprobiert. Geil, jetzt haben wir schon 7 Stück. Wir brauchen nämlich hier diesen Top Hat. Straw Hat, Buffalo Hat, Top Hat. Brauchen wir 6 für. Ich glaube, jetzt gehen wir eh erstmal zurück, weil... Wir gehen zurück und schauen da mal hier in der Richtung. Weil wir waren jetzt ja hier unten nicht wirklich erfolgreich. So. Genau, dann gehen wir jetzt also mal nach hier oben. Ich habe gerade nur noch ein Lagerfeuer gemacht. Falls die Nacht hereinbricht, damit wir alle Ressourcen beieinander haben. Ich nehme das hier mal kurz mit. Die sind eigentlich nett, außer die haben roten Arsch. Dann sind die immer ganz schön böse. Boah. Also ich hätte schon... Ah, fuck, ich brauche noch... Wir brauchen noch ein Buffalo. Aber hier die anzugreifen ist dumm, weil dann jagen uns alle. Das ist immer blöd. Ah, hier jagen mich dann auch 2 und wahrscheinlich sogar auch noch die von unten.
Das ist auch blöd immer. Ich muss irgendwie einen Alleinigen finden. Der ist nicht ganz allein. Nee, der ist nicht allein. Hm, soll ich es wagen? Ich frage mich, ob die hier dann auch kommen. Ich den hier ganz alleine angreife. Ich hoffe ja nicht. Jetzt läuft er wieder nach da unten. Ich probier's. Schnell alles einpacken und verschwinden. Die Wolle, brauchen wir die? Hm. Ja, komm, dann lassen wir den hier. Weil die Wolle, die brauchen wir wahrscheinlich für den Wind, um uns mal so einen Hut zu machen. Wir haben dieses Ding hier dabei, gell? Warte, doch, die können wir doch mitnehmen. Wir nehmen die einfach in die Hand. Ja, scheiß mal auf die paar hier. Wir laufen jetzt hier einfach hoch. Wir müssen jetzt nämlich unbedingt zurück. Um unser Zeug mal wegzubringen. Hier hoch. Es ist gerade keine coole Musik da. Jo, wo jetzt? Ja, ist eigentlich relativ egal. Hier einfach so schräg nach oben. Alter, wie viele Frösche hier sind. Hier sind wieder diese Evil Flowers. Die sind voll evil. Ich mag die nicht, weil die machen mir immer so komisch. Die machen mir immer so komisch, hm? Ich weiß nicht. Weil die machen Gehirn runter. Gehirn. Ich brauche mir was zu essen, Alter. Ich hoffe, ich habe noch oben was. Nachher sterbe ich da dran. Eat. So. Hier ist noch eine Karotte und dann müsste es eigentlich auch mal kurz reichen. So. Ah, das schaffen wir wahrscheinlich heute nicht mehr. Doch. Und da sind wir. So, dann haben wir ein schönes Lagerfeuer. Den Racer, den können wir eigentlich mal direkt wegpacken. Und die Seeds können auch hier rein. Gold kommt nach da oben. Gut, dann machen wir uns jetzt ein Top Hat, weil den brauchen wir, glaube ich, unbedingt. Top Hat für diese eine Maschine da. Warte, hier ist dieses Magic. Vier Hasen, Top Hat. Magic of Power, genau. Ice Stuff Chill, Nightlight, One Arm. Das da brauchen wir, genau. Yusuf, Prestia, Builder Prototype. Heißt, wir brauchen den hier. Wir brauchen vier Bretter. Warum? Gut. Vier Bretter. Heißt, wir müssen erstmal ein paar Dings fällen. Fällen, ich muss das richtige Wort finden. Axt. Logische Schlussfolgerung. Dann hauen wir den jetzt weg. Dann brauchen wir vier Bretter. Heißt, wir wollen 16 Einzeldinger. Wir machen also auf 20 hoch, damit wir noch vier für ein Dings haben. Also auf 20, wir sammeln 20, dass das hier 20 ist, dass wir noch für die Nacht genug haben. Feuerholz. So. Hauen wir das weg. Tack, tack, tack. Das auch noch. Und wie viele brauchen wir jetzt noch? Okay, 7. Wir müssen die auch erst einsammeln, dann nehmen wir jetzt mal kurz die Schaufel und hauen die Dinger hier noch raus. So. Dann nehmen wir das hier noch mit.
So. Na. Hier. Und das. Die Wonne. Nein, nicht. Ich hasse das, wenn es nicht direkt drauf ist. Ey, das ist ein Arschloch. Das ist ein Arschloch. Das sollte ich jetzt mal verpissen, Alter. Ich will jetzt töten. Ich brauche Bären. Muss ja jetzt über die Rübe ziehen. So, komm her. Komisches Viech. Da ist unser Speer. Ah, nee, jetzt komm her. Ey, der hat es gegessen. Ey, der ist gemein. Gemeingefährlich, wie der sich das reinstopft einfach. Der soll sein Essen genießen. Mann. So, was hat er davon? Ich hasse es, wenn mein Inventar voll ist. Gut, wir haben über 20 Stück, dann können wir das jetzt direkt craften. Aber es ist irgendwie auch gut, dass der gespawnt ist, damit wir jetzt mal was zu essen haben. Na komm, das ist egal, das tun wir jetzt nicht. Hier, wie sagt man? Aufhängen. Genau. Sondern wir essen das direkt. So, alles gegessen. Haben wir 4 Hasen. Ja, haben wir. Top Hat, Top Hat, Top Straw Hat, Top Hat. Hä, was brauche ich jetzt dafür für den Top Hat? Ja, genau. Warum? Schnell weg, nachher kann man den bei unter 100% nicht mehr benutzen. Ich weiß es nicht, aber könnte sein. Und dann wäre es ziemlich scheiße. Dann jetzt 4 Planken. 1, 2, 3, 4. Jetzt kann ich mich wieder drehen. So. Jetzt haben wir die Boards. Und jetzt noch die 4 Hasen. Und das kommt auch noch rein. So, jetzt werden die 4 armen Hasen vercraftet. Prototyp. Wo kann der hin? Da. So. Dann haben wir den da hingebaut. Dann können wir jetzt hier als Magic-Ding das herstellen. Da brauchen wir 4 Bart und nochmal 4 Planken. Haben wir 4? Ne, haben wir gar nicht. Egal, da müssen wir jetzt erstmal wieder Holz hacken. Aber... Och, nee. Fuck. Alter, gerade voll komisch. Hier fängt es ingame an zu gewittern und draußen fängt es auch an zu gewittern. Creepy. So, egal. Ich hoffe, hier schlägt nicht ein Blitz ein, weil dann fackelt hier alles ab und das wäre ziemlich ungeschickt. Sagen wir so. Eigentlich wäre es scheiße, aber egal. Jo, dann hauen wir das auch noch weg. Denn wir brauchen noch ein bisschen Holz. Und ich hoffe, dass uns morgen wieder ein Bart wächst, damit wir den abrasieren können, damit wir endlich dieses Sicherheitsding machen können. Das schränkt uns dann zwar hier in der im Leben ein, aber dafür wird unsere Welt nicht gelöscht, wenn wir sterben. Und dann kann ich auch einmal sterben. Aber meistens, wenn man stirbt, wegen irgendwelchen... Also wenn man zum Beispiel im Winter stirbt und dann wiederbelebt wird, ist es meistens so, dass man das gar nicht mehr wieder richtig hinkriegt, sich alles wieder zu holen, weil man hat dann nichts. Und mit nichts, also beziehungsweise ohne nichts, kann man im Winter einfach nicht überleben. Heißt, man ist dann eigentlich quasi direkt tot, weil das Ding kann man nur einmal benutzen und dann bist du im Arsch. Oh, jetzt erstmal wieder diese komischen Stöcke da sammeln. Da oben noch. So. Dann können wir jetzt hoffentlich uns eine Axt machen. Oder haben wir noch eine? Ja, wir haben doch noch eine. Ja, genau, die Schaufel war kaputt. Ich bin ein bisschen verplant. So. Wir haben doch noch 2 Äxte. What the fuck? Voll messy.
Da, das muss ich treffen. Ja. Ja, da, gut. Ich hätte es auch die Ansicht drehen können, aber das wäre zu viel Arbeit. So. Gut, dann hauen wir das Ding hier auch noch weg. Dann machen wir uns noch die 4 Boards. Und dann ist die Folge schon wieder vorbei. So. So war die Ansicht, gell? Ja. Komm, dieses... Nein, dieses Meeting machen wir jetzt noch. Ah, ne, können wir gar nicht. Gut. Wir haben jetzt genug Holz und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.